Gerade Kinder sind von den Cheese Strings aus Mozzarella total begeistert. Yes! Ist das cool! Lege packt aus und zeigt, wie überraschend schnell und billig die Käsestangen hergestellt werden. Kannte ich auch noch nicht. Und was ist das Besondere daran? Sebastian entdeckt ganz viel Plastik und wenig Käse. Praktisch einzeln verpackt, rausgedrückt und dann kleine Fetzen runtergezogen. Das finden die Kids richtig cool. Eine Käsestange schälen. Man könnte meinen, dass hier viel Chemie im Spiel ist. Schmeckt sehr neutral. Gilt das für alle Käsestangen? Gibt es aber auch mit Gouda. Wie sehen die denn genauso aus? Genau das gleiche, oder? Hier, zack. Schälen. Wahnsinn, ne? Zack. Cheese Strings bestehen quasi nur aus Mozzarella. Diese Käsesorte hat einen besonders milden Geschmack. Das mögen Kinder. Obwohl in Cheese Strings und Mozzarella praktisch das Gleiche drinsteckt, der Preisunterschied ist riesig. 100 Gramm Cheese Strings kosten 5-mal so viel wie üblicher Mozzarella. Was macht die Lebensmittelindustrie da mit dem Käse? Das herzustellen, super einfach. Kommen Sie mal mit, da werden Sie Augen machen. Sebastian Lege verwandelt weichen Mozzarella in starre Stangen, die sich schälen lassen. Und er erklärt, warum auch Gouda auf der Verpackung stehen darf. Sebastian Lege packt aus. Hier, Mozzarella-Käse zerkleinern, schön zerbröseln, noch mehr zerbröseln, zerbröseln, zerbröseln. Und jetzt, wir geben ein bisschen Farbe zu. Handelsüblicher Kurkuma, Gelbwurz, kennen Sie alle aus Ihrer Currymischung. Sebastian benötigt nur eine kleine Menge Kurkuma, damit seine Cheese Strings später schön gelb aussehen. Quasi wie Gouda. Und Käsepulver. Zerbröselter Mozzarella, ein bisschen Kurkuma und 3% Käsepulver. Schon darf ich auf die Packung schreiben, es enthält Gouda. Wenn Gouda draufsteht, muss auch Gouda drin sein. Das Problem? Im Lebensmittelrecht steht leider nichts darüber, wie viel es mindestens sein muss. Die Masse haben wir schon mal fertig, super einfach. Wenn das gleich warm wird, verbindet sich das auch super miteinander. Sie können sich garantiert noch nicht vorstellen, wie das zu so einem kleinen Kindersnack werden soll, den man so nach und nach abschälen kann. Das ist so super einfach. Können Sie sogar zu Hause mal nachmachen. Dann werden Sie gleich Augen machen. Wasser ist heiß, Käsemischung ist fertig. Mozzarella, Käsepulver, Kurkuma-Brise, Salz. So, jetzt brauchen wir Temperatur, Temperatur, Temperatur ist ganz wichtig. Unsere Käsemasse hier rein. Wir machen jetzt mal so 2 Schritte, nicht zu viel. Perfekt. Und jetzt brauchen wir heißes Wasser. Und die Magie beginnt. Durch das heiße Wasser verändert sich nach und nach die Konsistenz des Mozzarellas. So, jetzt müssen wir nur warten, dass sich wieder alles schön miteinander verbindet. Da kann man schon die Fäden erkennen. Perfekt. So, jetzt muss das richtig schnell gehen. Wir geben noch ein bisschen heißes Wasser dazu. Und jetzt, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Käse rein, Deckel drauf, kurbeln, temperieren, abschneiden. So, boah, sieht ja gut aus. Ha? Oh, oh, ist das heiß, ist das heiß, ist das heiß. Oh.
Käsemasse hier rein. Zack. Zumachen. Mit einem Heißluftföhn hält Sebastian die hohe Temperatur des Mozzarellas. Denn nur so bleibt er elastisch und formbar. Hey, ha? Bisschen drehen. Das ist schon mal einer. Sebastian hat nur mit heißem Wasser aus Mozzarella Cheese Strings gemacht. Doch was passiert da mit dem Käse? Mozzarella hat einen hohen Fettanteil von etwa 50% und enthält viel Eiweiß. Die Eiweißmoleküle bilden ein festes Gerüst, das Fett und Wasser bindet. Wird der Käse auf etwa 40 Grad erhitzt, dehnt sich das Fett aus und der Käse wird weich. Bei höherer Temperatur verändert sich auch die Eiweißstruktur. Der Käse zieht Fäden und wird formbar, solange er warm ist. Das Ganze geht besonders gut mit Mozzarella. Er ist jung und eiweißreich. Sieht das super aus? Wie das Original. Und? Kann man die Fäden abziehen? Yes. Yes. Ist das cool? Das nenne ich mal einen richtig coolen Cheese-String. Einfach mal aus der Hüfte. Tja. Und für einen vierfachen Preis verkaufen? Auf die Idee hätte ich auch mal kommen sollen. Ein gutes Geschäft für die Hersteller. Das liegt auch daran, dass Mozzarella als Massenprodukt mittlerweile sehr günstig zu haben ist. Nur Büffelmozzarella ist deutlich teurer als das Pendant aus Kuhmilch. Warum ist das so? Üblicher Mozzarella wird auch in Deutschland produziert. Mozzarella di Bufala Campana darf nur in bestimmten Teilen Italiens hergestellt werden. Südlich von Rom verarbeitet Hersteller Sori täglich 30.000 Liter Büffelmilch zu Mozzarella. Mit Hilfe von Milchsäurebakterien und Lab wird aus der Milch Käsebruch. Der ist nach knapp 5 Stunden bereit für die Weiterverarbeitung. Der Bruch wird in Portionen geschnitten und in einer Maschine zerkleinert. Dann wird er mit heißem Wasser überbrüht. Dadurch wird er formbar und kann zu runden Kugeln geformt werden. Schon ist die Spezialität fertig. Büffelmilch macht den Käse besonders cremig und verleiht ihm seinen besonderen Geschmack. Genau so wird auch Mozzarella aus Kuhmilch hergestellt. Aber der Rohstoff ist ein anderer. Und der ist teuer. Büffelmilch. Der Grund? Eine Büffelkuh gibt täglich nur etwa 8 bis 10 Liter Milch. Zum Vergleich. Eine deutsche Milchkuh gibt durchschnittlich etwa die dreifache Menge. Das macht das Rohprodukt seltener und damit auch den fertigen Büffelmozzarella zu einer Spezialität. Doch am Ende kostet selbst edler Büffelmozzarella aus Italien nur halb so viel wie Cheese Strings aus deutscher Kuhmilch. Cheese Strings, ein cleveres Produkt aus den Tüftellaboren der Lebensmittelindustrie. Einfach herzustellen und besonders rentabel zu verkaufen. Was haltet ihr von dem kostspieligen Käsesnack? Sagt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr noch mehr über euer Essen wissen wollt, dann abonniert die ZDF Besseresser und schaut in die nächsten 2 Clips.